Jetzt am Wort Martin Graf von den Freiheitlichen. Abgeordnete, vielleicht noch zurückkommend auf den vorigen Tagesordnungspunkt, habe mich da nicht gemeldet, weil das kann man eigentlich da auch mitbehandeln. Der Herr Präsident ist mir nicht böse, wenn ich noch ein paar Worte sage, weil es hat eh keiner im vorigen Punkt zur Sache gesprochen. Also da wird mir das ja hoffentlich jetzt nicht vorwerfen. Ja. Er ist vielleicht, wenn wir gerade bei Menschenrechten sind, schon zu beobachten, wenn jemand nominiert wird für ein Präsidentenamt, der zufälligerweise aus der ÖVP kommt, dann wird er schon abgefeiert, als ob er schon gewählt wurde. Sagt ja keiner, dass er designierter Präsident ist oder Kandidat, sondern wird schon als Präsident begrüßt, wird schon gratuliert ans Präsident. Dabei ist erst im Juni die Sitzung, wo er gewählt wird. Ich gratuliere immer mal zur Nominierung und hoffe, dass er gewählt wird, weil das wäre ja jetzt höchst peinlich, wenn das jetzt nicht passieren würde, dass er Präsident wird, weil dann wäre das ja für alle eine schlimme Sache. Aber wenn jemand von der ÖVP am Ende für ein Amt designiert ist, wird das auch in der Regel. Und das ist vielleicht etwas, was man auch so festhalten kann, fast Typisches, braucht man ja schon fast keine Wahlen mehr dazu. Ich sage jetzt gar nicht, was da im Vorfeld alles passiert ist. Und ich gratuliere ihm auch, dass nach stundenlanger Diskussion über Kandidaten er dann zufälligerweise um Mitternacht, sage ich jetzt überspitzt formuliert, eine PowerPoint-Präsentation für seine Kandidatur mitgehabt hat. Ja, und alle dann am Ende ihn auch vorgeschlagen. Und ganz maßgeblich 6 Landesverbände, nämlich der Wiener Skiverband und der Burgenländische Skiverband, waren da sicher ganz ausschlaggebend dafür, dass er dann auch nominiert worden ist. Aber wie gesagt, sie sind nominiert. Parteifunktionen schließen einen meiner Meinung nach nicht aus von anderen Ämtern, die man übernimmt. Wenn sie das Mandat niederlegen, ist es gut und richtig, und auch Ihre Entscheidung ist so, nehmen wir zur Kenntnis. Wir hoffen, dass die Parteipolitik weniger Platz greift im Sport. Wir sind hier eh überlastet, wenn ich mir nur anschaue, unsere politischen Dachverbände, wie das organisiert ist. Da könnte man einiges zurückfahren, Herr Bundesminister. Das wäre eigentlich eine Aufarbeitung für einen Bericht. Ansonsten verstehe ich es nicht so, dass man das so abfeiert, und man verliert gar kein Wort darüber, dass in Wirklichkeit seit 15 Monaten oder länger der Sport organisiert gar nicht stattfindet. Es wird als ein dünner Bericht des Vorjahres, den der Herr Bundesminister vorlegt, weil das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass in der größten Gesundheitskrise, wie es ja immer beschrieben wird, man den organisierten Freiluftsport verbietet. Das muss einem einmal einfallen, um zu glauben, dass man damit immunstärkend vielleicht wirkt für unsere Jugend oder ähnliches gesundheitspolitisch da etwas Gutes bewirkt hat. Ich halte das für einen falschen Weg. Diese Rechnung, die wir da uns aufgemacht haben, wird uns in den nächsten folgenden Jahren präsentiert werden, wenn es darum geht, wie gesund ist unsere Jugend, die jetzt fast 2 Jahre keinen effektiven Sport hat betreiben können. Da werden wir hoffentlich nicht böse überrascht werden. Zum Antrag selber. Wir werden dem zustimmen. Selbstverständlich sind wir auch im Ausschuss schon gesagt dafür, dass der Herr Bundesminister sich weiterhin dafür einsetzt, dass die Menschenrechte auch in den Sportbelangen zum Durchbruch verholfen werden. Zu Katar findet ja an sich so explizit gar nicht statt in dem Gesamten. Ist alles tragisch, und das stimmt schon. Und das teilen wir auch grundsätzlich. Aber als selbstsportaktiver Mensch sage ich, neben allen menschenrechtlichen Defiziten hat in Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt nichts verloren dort. Das ist nämlich kein Land, das entsprechende Voraussetzungen dafür bringt. Weder klimatisch in dieser Zeit, noch waren sie überhaupt vorbereitet auf das Ganze. Ich glaube eher, dass das
ein großer Korruptionsfall gewesen ist und man hier ordentlich viele Geschäfte gemacht hat mit sehr, sehr vielen, die dann immer behaupten, ehrenamtlich unterwegs gewesen zu sein. Ja? Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn wir den menschenrechtlichen Standard sehr, sehr hoch ansetzen würden, ja, würde ich mir es wünschen, aber dann könnte außerhalb von Europa und vielleicht noch ein paar anderen Ländern und da auch nur in Teilen von Europa nirgends mehr eine Großsportveranstaltung stattfinden. Also wir haben nicht so viel Zinnober gemacht bei der Ausrichtung der Olympischen Spiele, zum Beispiel in China, weil China eine ganz andere Wirtschaftsmacht ist, hat sich jeder relativ ruhig verhalten. Ja, zu dem Punkt, vielleicht sollte man das auch in dem Punkt einmal erwähnen, dass man nicht immer nur dann laut ist, wenn es Länder sind, die sich wenig bis gar nicht wehren können oder Ähnliches mehr, sondern das gilt ja dann auch überall und die Kritik muss überall gleichgewichtig ankommen, dort, wo sie auch geübt wird. Neu ist man, wenn mir vorgeworfen wird, dass wir im Ausschuss, das war ein bisschen untergriffig, Sie sagen, nur einer war da, wir waren schon vollzählig dort, ich war ja auch dort und Ähnliches mehr, das können Sie behaupten, pfeif auf die tatsächliche Berichtigung, da sieht man mal inhaltlich, wie Sie diesbezüglich aufpassen. Neu ist man auch, dass es eine Malaria-Impfung gibt, was die Kollegin gesagt hat. Also wenn Sie die schon haben und die auch in manchen Ländern erzwungen werden kann. Ich kenne keine Malaria-Impfung, ich glaube, es gibt diese auch noch nicht. Daher war es ein schlechtes Beispiel, Frau Kollegin. Und jetzt komme ich zu unserem Antrag. Wir wollen nämlich eine Ergänzung zu dem Gesamtantrag und das weitergefasst haben, weil es ein aktuelles, akutes Problem gibt. Und ein Impfzwang ist eine Angelegenheit der Menschenrechte. Sonst würde sich nämlich die Parlamentarische Versammlung des Europarates diesbezüglich nicht schon seit über einem Jahr damit befassen und auch eine Resolution verfasst haben, dass ein Impfzwang Diskriminierung bedeutet. Und das wollen wir schon hochhalten. Also möchte das nur an dieser Stelle vermerkt haben. Und wir sind dezidiert gegen einen Impfzwang, sei er direkt oder auch indirekt. Es ist jedermanns und jeder Frau eigene Sache, sich impfen zu lassen. Und es darf auch keine Beeinflussung im Sport geben und man dadurch direkt oder indirekt ausgeschlossen werden. Und daher wollten wir eine Ergänzung haben, die niemand gefallen hat. Ich bringe daher unseren Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport werden aufgefordert, sich für ein gesetzliches Verbot von Zwangsimpfungen in Österreich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ähnlichen Infektionen, insbesondere bei Sportveranstaltungen, einzusetzen, sowie die Initiative Finnlands auf Ebene der Sportministerinnen und Minister zu unterstützen, wonach die Europäische Kommission darauf hinwirken soll, dass Gastgeberstaaten von internationalen Sportgroßveranstaltungen die Menschenrechte einhalten und daher Zwangsimpfungen bei Sportveranstaltungen nicht zulassen, sowie sich auch im Rahmen des Europarats für eine Stärkung eines menschenrechtsbasierenden Ansatzes in der europäischen Sportpolitik einzusetzen, bei dem Zwangsimpfungen keine Chance haben und letztlich sich des Weiteren auf europäischer Ebene eher dafür einzusetzen hat, dass Schritte gesetzt werden, damit internationale Sportorganisationen dementsprechend sichtbare Entscheidungen auch treffen. Das ist, glaube ich, ein notwendiger Antrag in Zeiten wie diesen, um Menschen nicht vom Sport abzuhalten, auch vom Beruf im Profisport abzuhalten und hier nicht Diskriminierungen zu schaffen, die wir insgesamt nicht wollen. Letztlich gebe ich meiner Hoffnung Ausdruck, dass wir im Sportbereich weiterhin gut zusammenarbeiten, noch besser als bisher. Und Herr Minister, es ist gut und wichtig, dass es informelle Besprechungen der Sportsprecher mit Ihnen gibt. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn es um parlamentarische Belange gibt, dann Sie werden Sie verstehen als alter Parlamentarier, dass wir darauf
permanent insistieren werden, dass hier im Hohen Haus die Debatten zu führen sind in der Sportpolitik und nicht ausschließlich in den informellen Vorabsprachen außerhalb. Das macht nämlich auch keinen schlanken Fuß. Und vor allem ist es überhaupt nicht transparent. Auch die Freiheitlichen stimmen dem Antrag betreffend Sport und Menschenrechte zu. In Katar habe eine Fußball-WM aber sowieso nichts verloren, betont Martin Graf von der FPÖ. Er vermutet, dass es im Zuge der Fußball-WM-Vergabe zu Korruption gekommen sei. Als Unterschrift ist es schwer, aber es ist eine kalligrafische Sache. Der Abgeordnete Schmidhofer ist zur tatsächlichen Berichtigung eingemeldet.